Wir sind ja in einer Predigtreihe über den Galaterbrief und ich lese uns jetzt aus Galater 4 die Verse 6 bis 11 vor. Galater 4, die Verse 6 bis 11. Dort schreibt Paulus an die Christen in Galatien: Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Ganz anders war es damals, als ihr Gott noch nicht kanntet. Da wart ihr Sklaven von Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Aber jetzt kennt ihr Gott, oder besser gesagt, Gott kennt euch. Wie könnt ihr euch da wieder diesen schwachen und armseligen Elementen zuwenden? Wollt ihr ihnen von Neuem als Sklaven dienen? Ihr beachtet bestimmte Tage und Monate, Festzeiten und besondere Jahre. Ich mache mir Sorgen um euch. Habe ich mich etwa vergeblich mit euch abgemüht? Wechsel mal hier auf den anderen. Nicht? Okay, gut. Früher waren Lehrer noch Respektspersonen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging in der Schule. Ich war kein so ein guter Schüler, jedenfalls am Anfang meiner Schulzeit, besonders mit den Sprachen, da tat ich mir sehr schwer. Ich hatte immer so ein gewisses Bauchgrummeln, wenn ich in die Schule gegangen bin. Also es war immer so eine innere Anspannung da. Manchmal hatte ich auch richtig Angst vor den Lehrern. Ich hatte Angst, drangenommen zu werden und dann nicht richtig antworten zu können. Ich hatte irgendwie Angst, den Erwartungen nicht zu genügen und dann irgendwie mich zu blamieren, das ging mir so, das war nicht sehr schön. Und deswegen waren gerade die ersten Jahre in der Schule für mich nicht besonders angenehm, muss ich sagen. Ich weiß, liebe Lehrer, ihr seid heute ganz anders drauf, ihr macht das viel, viel, viel besser. Eure Kinder haben sicherlich, eure Schüler, keine Angst vor euch. Und ich hatte natürlich auch einige Lehrer, die ganz tolle Lehrer waren, wo der Angstfaktor deutlich weniger war. Aber aus meiner Perspektive als kleiner, nur mäßig begabter, unsicherer, ängstlicher Junge war die Schule für mich Stress und ich hatte tatsächlich manchmal Angst vor Lehrern. Ich erinnere mich an einen Lehrer, der war schon kurz vor der Pension, der hatte als preußischer Offizier im Zweiten Weltkrieg gekämpft und das war so genau, was ihr euch jetzt vorstellt, so einer war das, ja. Und der konnte richtig die Leute, die Kinder manchmal bloßstellen, ja. Und natürlich entwickelte man da tatsächlich Angst. Aber dann gab es einmal im Jahr ein Schulfest. Und auf diesem Schulfest kamen nicht nur die Lehrer, sondern sie brachten häufig ihre eigenen Kinder mit zu diesem Schulfest. Und was mir dort aufgefallen ist, dass diese Kinder, die Kinder von den Lehrern, ganz anders mit den Lehrern umgingen als wir. Die hatten offensichtlich keine Angst vor ihnen, sondern sie näherten sich ihren Eltern natürlich, also diesen Lehrern, kuschelten manchmal mit ihnen, lachten mit ihnen und manchmal neckten sie sogar. Warum war das so? Die Antwort ist relativ einfach. Sie waren eben nicht Schüler, sondern sie waren Kinder. Das ist ein großer Unterschied. Als Kind hast du ein ganz anderes Verhältnis zu deinen Eltern, als wenn du als Schüler dich der gleichen Person näherst. Paulus schreibt hier: Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft: Abba, Vater. Abba, das ist das aramäische Wort. Jesus sprach aramäisch, das aramäische Wort für Papa. Also, der ruft: Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Durch das, was Jesus für uns getan hat, dürfen wir Kinder Gottes heißen. Das ist das Versprechen, was Gott uns gibt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Durch Jesus können wir zu Gott Vater sagen. Soll ich doch wechseln auf das andere? Ich habe immer so einen Hall dabei. Ja, okay. Mach das mal. So, hoffe ich. Bitte? Okay, gut, die technischen Dinge, aber ich glaube, so ist es besser, oder? Okay, dann mache ich mal so weiter. Also, wir dürfen durch das, was Jesus für uns getan hat, dürfen wir Kinder Gottes heißen. Vielleicht
hast du bisher Angst vor Gott, dass du auch immer so ein Bauchgrummel, wenn du an Gott denkst? Oder Gott kommt dir unnahbar vor und fern vor, unberechenbar vielleicht, dass du nie weißt, meint er es denn so wirklich gut mit mir oder am Ende kommst du irgendwie doch doof raus? Vielleicht ist Gott auch für dich einfach unbekannt, sodass du sagst, ich weiß gar nicht, wer eigentlich Gott ist. Dann darf ich dir sagen, durch Jesus Christus kannst du zu Gott Vater sagen. Und das nicht nur sagen, so als eine Art Rhetorik, sondern da ist eine tiefe Wahrheit hinter. Wir sind Kinder Gottes durch das, was Jesus für uns getan hat. Und ein Kind weiß normalerweise, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, dass es von seinen Eltern geliebt wird, oder? Das weiß ein Kind zutiefst. Davon geht ein Kind immer aus. Das ist eine tiefe Überzeugung. Meine Eltern meinen es gut mit mir. Und genau das gilt auch für das, was Jesus für uns getan hat. In Römer 8, Vers 15 lesen wir, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Vater. Aber obwohl wir durch das, was Jesus für uns getan hat, Kinder Gottes sein dürfen, verhalten wir uns in unserem Leben manchmal nicht wie Kinder. Wir denken und wir fühlen nicht in unserer Beziehung zu Gott so wie ein Kind, sondern wir fallen wieder zurück in diesen Gedanken eines Knechtes oder eines Sklaven. Unsere Stellung vor Gott ist eigentlich klar. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Durch Jesus dürfen wir Kinder Gottes sein, aber wir fühlen und wir verhalten uns manchmal anders als ein Kind gegenüber seinem Vater, Gott gegenüber. Und Paulus ist das auch aufgefallen, hier bei den Galatern, an denen er den Brief schreibt. Das ist ein Brief, den er geschrieben hat an Christen in Galatien, das ist ein Teil der heutigen Türkei. Dort waren Gemeinden gegründet worden von ihm und er merkt, dass diese Christen, die doch angefangen hatten, an Gott zu glauben und sich kindlich ihm zu nähern, auf einmal wieder in alte Muster zurückfallen, in Ängste zurückfallen. Und er sieht das an zwei Dingen. Und zwar einmal an dem Götzendienst und an das andere Mal an der Religiosität. Das sind die beiden Stichworte, die hier vorkommen in dem Text. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an. Also er sagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht wieder zurückfallt in eurem Verhältnis zu Gott, wie als ob ihr Götzen dienen würdet. Vers 8 und 9 steht, ganz anders war es damals, als ihr Gott noch nicht kanntet. Da wart ihr Sklaven von Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Wie könnt ihr euch da wieder diesen schwachen und armseligen Elementen zuwenden? Wollt ihr ihnen von neuem als Sklaven dienen? Die Christen dort in diesen Gemeinden in Galatien waren vorher ja Heiden gewesen, also kannten den lebendigen Gott gar nicht, sondern sie dienten Götzen. Und Paulus schreibt das hier, also die habt ihr damals als Götter angesehen, aber das sind natürlich keine Götter, sondern das sind Erfindungen von Menschen, Projektionen von Menschen. Und er sagt, ihr hattet aber vor diesen Götzen eine unendliche Angst, eine, wie wir im Deutschen sagen, Heidenangst, da kommt das Wort her. Heidenangst bedeutet eine Angst, die eben halt noch heidnisch ist, dem alten sozusagen Bild eines Götzendienens, das entspricht. Also wie wirkte sich das damals auf, wenn die Leute damals Angst um ihre Ernte hatten, wenn es zu wenig geregnet hatte oder zu viel, dann opferten sie dem Gott Zeus, dem Gott des Wetters, weil der dafür verantwortlich ist und der sollte ihnen helfen. Oder wenn sie Angst hatten, keinen Partner zu finden, ja, das kann ja durchaus mal vorkommen, dass das etwas schwierig wird, dann haben sie damals den Gott Amor oder Eros opferbar gebracht in dem Gedanken, dass der nun besänftigt werden sollte, damit sie eine Partnerschaft leben können. Oder wenn sie Angst um ihre Geschäfte hatten, dann opferten sie dem Gott des Geldes, dem Pluto, der sollte dafür sorgen, dass ihre Geschäfte gut laufen. Also, sie lebten immer in einer Angst, ob diese Götter nun genügend besänftigt worden sind durch ihre Opfergaben oder ob sie es nicht doch noch irgendwie schlecht mit ihnen meinen. Das war kein freies Leben. Das war kein Leben im Vertrauen, sondern im Grunde genommen unter einer Angst. Und Paulus schreibt hier, das war früher.
bevor ihr Christus kennengelernt habt. Aber jetzt kennt ihr Jesus und jetzt wisst ihr um den wahren, lebendigen Gott und jetzt braucht ihr keine Angst mehr vor Gott haben. Das ist seine These. Nun sagen wir, okay, das damals mit den Götzen, das war wirklich eine fürchterliche Sache, eine voraufgeklärte Gesellschaft, Aberglaube und so weiter, das kann durchaus belastend sein, das sehen wir ein. Aber zum Glück, da sind wir ja drüber hinweg, das machen wir ja nicht mehr, Götzendienst. Aber ich finde diesen Gedanken ganz interessant und bei Jesus selber findet er sich schon, dass ein Götze nicht nur ein fremder Gott sein kann oder eine fremde Gottesvorstellung, sondern dass auch Dinge auf dieser Erde zu einem Götzen werden können. Jesus sagt ja einmal, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, dem Mammon und dem lebendigen Gott. Und mit Mammon meint er den Götzen Geld, interessanterweise. Nicht eine Götzenfigur, sondern das Geld, ja. Und so ist es hier auch bei Paulus. Er schreibt etwas ganz Interessantes. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Er schreibt davon, dass sie früher den Elementen gedient haben. Den Elementen. Was sind die Elemente? Feuer, Wasser und Erde. Also eigentlich das, was Gott geschaffen hat, könnte man auch sagen. Aber die Griechen, die alten Griechen, verehrten diese Elemente, diesen Grundelementen als Götter. Sie nahmen das als Götter an. Und so ist es interessant, wir können das gut übertragen auf unser Leben, dass wir auch anfangen, etwas, was Gott geschaffen hat, was eigentlich ja gut ist, was von ihm kommt, als einen Götzen anzunehmen und ihm zu opfern und ihm zu dienen. Wir müssen vielleicht nochmal definieren, was ein Götze ist. Ein Götze ist etwas, von dem ich Hoffnung, Hilfe, Sicherheit und Glück erwarte. Also wo ich meine Hoffnung und meine Sicherheit und mein Glück hineinprojiziere und denke, wenn ich das habe, dann habe ich Glück und Hoffnung und Hilfe in meinem Leben. Und das müssen jetzt nicht unbedingt Götzenfiguren sein oder Talismänner. Ja, das ist klar, da kann man sich schnell von abwenden, das ist nicht so schlimm. Sondern es kann im Grunde genommen alles werden in unserem Leben. Alles in unserem Leben, was eigentlich gut ist, kann zu einem Götzen werden. Der Schweizer Reformator Johannes Calvin hat schon vor 500 Jahren gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Das heißt, wir produzieren ständig etwas oder ja, wir produzieren ständig Götzen, indem wir etwas Gutes, was Gott geschaffen hat, als das ansehen, was uns Glück und Frieden und Hoffnung geben könnte. Lass uns mal kurz darüber nachdenken, was das sein könnte. Zum Beispiel finanzielle Absicherung. Kann so ein Götze sein? Nun, zunächst einmal muss ich sagen, wenn du Geld verdienst und wenn du davon etwas sparen kannst, dann ist das auf alle Fälle erst einmal gut und vernünftig und richtig. Aber wenn dein gefülltes Konto oder dein Eigenheim oder dein Aktiendepot oder deine Kapitallebensversicherung eine Gelassenheit, eine Freude, eine Perspektive. Und deswegen schreibt das hier Paulus so, passt auf, dass ihr nicht wieder zurückfallt in diesen alten Gedanken. Passt auf, dass ihr nicht wieder anfangt, den Elementen zu dienen. Nehmt die Freiheit, die Christus euch gegeben hat, in Anspruch. Jemand hat mal gesagt, der Mensch betet immer irgendetwas an und das stimmt. Also wir nehmen diesen Begriff Anbetung als einen religiösen Begriff, aber man kann ihn auch sehr säkular füllen. Wir alle beten irgendetwas an, wir verehren irgendetwas in unserem Leben. Und achtet mal darauf, was das ist. Okay, das war der eine Bereich, den Paulus hier kritisch sieht und anmerkt. Der andere Bereich ist ganz anders. Es ist die Religiosität. Häufig bei dem Galaterbrief, da merkt man das auch, und auch bei den anderen Briefen von Paulus, er hat immer zwei Personen vor sich. Auf der einen Seite die Heidenchristen, auf der anderen Seite die Judenchristen. Und die Gefahren sind je nach kultureller Prägung unterschiedlich, aber beides ähnelt sich dann auch wieder. Und deswegen spricht er einmal über Götzendienst, ein Problem der Heiden, und jetzt redet er über Religiosität. Vers 10 und 11, er schreibt, ihr beachtet bestimmte Tage und Monate, Festzeiten und besondere Jahre. Ich mache mir Sorgen um euch. Hab ich mich etwa vergeblich abgemüht? Also damit meinte, habe ich vergeblich für euch gearbeitet und euch erklärt, was Christus bedeutet. Was war der Hintergrund? Die Galater, das hatten wir uns schon angeguckt, waren am Einfluss von judenchristlichen
Leuten, die ihnen sagten, was sie zu tun haben. Und sie fingen plötzlich an, die jüdischen Fest- und Feiertage zu halten. Was war eigentlich daran falsch, jüdische Feiertage zu halten? Man muss sagen, erst einmal gar nicht so viel. Denn Gott hatte im Alten Testament, können wir jetzt noch nachlesen, steht immer noch in unserer Bibel, angewiesen, dem Volk Israel, seinem Volk, dass gewisse Fest- und Feiertage halten sollte. Und übrigens, in Klammern, Paulus war ja Zeit seines Lebens ein gesetzestreuer Jude. Der hat nach dem jüdischen Gesetz gelebt. Man kann also davon ausgehen, dass er selber diese Fest- und Feiertage gehalten hat. Was war das Problem? Die Galater fingen an, diese Festtage zu halten, weil sie Angst hatten, dass Gott sie sonst strafen würde. Sie hatten wieder dieses alte religiöse Denken. Sie hatten vergessen, dass Gott sich doch durch Jesus Christus ihnen gezeigt hatte und dass sie Kinder Gottes geworden waren. Paulus sagt ihnen das nochmal, ihr braucht keine Angst mehr vor Gott haben. Ihr seid von Gott erwählt, ihr seid seine Kinder. Wenn wir das vergessen, dann fangen wir an, religiös zu werden. Menschen werden religiös, wenn sie Angst haben vor Gott. Sie versuchen, ein gutes Leben zu führen, um Gott, von Gott anerkannt zu werden, um von ihm geliebt zu werden. Sie sagen, ich tue ja alles, damit Gott mich gnädig anschaut und damit er irgendwann mich lieb hat. Aber sie vergessen, dass Gott uns ja in Jesus Christus schon angenommen hat und uns schon lieb hat. Es ist also nicht so, dass der Mensch etwas tun muss, um von Gott geliebt zu werden, sondern Gott liebt uns spricht uns seine Liebe zu und nimmt uns als Kinder Gottes an durch Jesus Christus. Auch heute führen viele Menschen ein religiöses Leben. Sie fühlen sich besser, wenn sie es geschafft haben, gut zu leben. Und sie fühlen sich schlecht, wenn sie es nicht geschafft haben. Wobei die Themen dabei sehr unterschiedlich sein können, aber das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Für Menschen, die eher konservativ bürgerlich sind, sind es Themen vielleicht wie Ehrlichkeit und Fleiß und partnerschaftliche Treue, dass sie sagen, wenn ich das hinbekomme, dann kann ich mich gut fühlen, kann ich vielleicht ein klein bisschen auch stolz werden darauf, dass ich das so gut hinbekomme. Aber vor allen Dingen wird Gott mich dann gnädig anschauen und er wird dafür sorgen, dass alles gut läuft in meinem Leben. Aber wenn ich das nicht schaffe, wenn ich versage, wenn ich scheitere mit den hohen Ansprüchen, die ich habe in meinem Leben, dann muss ich mich zwangsläufig schlecht fühlen und dann muss ich auch irgendwie Angst haben. Für andere, eher, ich nenne das jetzt mal so, das sind alles Klischees, ökologisch liberale Menschen, sind es vielleicht Themen wie soziale Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, auch wichtig. Aber sie sagen, wenn ich das tue, dann kann ich mich gut fühlen und wenn ich das nicht hinbekomme, dann muss ich mich schlecht fühlen. Aber unsere Beziehung zu Gott, unser Stand vor Gott, steht und fällt nicht damit, was ich schaffe oder was ich nicht schaffe. Es steht und fällt damit nicht, wie sehr ich schaffe, ein guter Mensch zu sein und vernünftig und liebevoll zu leben, sondern es ist etwas, was Gott mir zuspricht und sagt, ich nehme dich an als mein Kind. Das meint ja diese Metapher von Vater-Kind-Beziehung. Ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich bin ja auch Vater von 3 Kindern und unsere Kinder waren wie alle Kinder manchmal höflich, artig und fleißig und manchmal waren sie auch frech und ungezogen. War das bei euren Kindern auch so? Ich gehe mal davon aus. Und natürlich hat man es als Vater, freut man sich und etwas einfacher, wenn die Kinder artig und fleißig sind und immer schön guten Tag sagen und rechtzeitig ins Bett gehen und so weiter und so fort. Das ist gut, ganz gut, nicht? Aber wisst ihr, so wird es doch euch auch sein, auch gegangen sein, wir haben unsere Kinder doch nicht weniger lieb, wenn sie nicht artig sind, oder? Wir lieben sie doch einfach, weil sie unsere Kinder sind. Ich erinnere mich daran, gerade unsere Zweite, ich erinnere mich daran, wie sie im Supermarkt auf dem Boden lag und schrie und zappelte. Kennt ihr solche Szene? Und man denkt, ich könnte alles Mögliche mit ihr machen, aber dieser Gedanke ist nur kurz da. Dann hat man wieder Erbarmen mit seinem Kind und liebt es doch so sehr, oder?
Und so ist es auch mit Gott, wenn er auf uns schaut. Wir können uns gar nicht in einen Zustand bringen, dass Gott uns nicht mehr lieb hat. Obwohl wir manchmal auch auf dem Supermarktboden liegen und schreien und zappeln. Er hat uns immer lieb. Das meint es, wenn Paulus hier schreibt, ihr seid Kinder Gottes. Wenn wir die Gebote Gottes halten, dann tun wir es nicht aus Angst vor Gott, dass er uns nicht mehr annehmen würde oder nicht mehr lieb haben würde, sondern wir tun es aus Liebe zu Gott, weil wir wissen, wie gut er zu uns ist, weil er uns so geliebt hat, weil er uns so Gutes tut, weil er uns angenommen hat. Deswegen fragen wir danach, was sein Wille ist in unserem Leben und folgen ihm nach. Und nicht umgekehrt, damit er uns lieb hat. Wie sieht es bei dir aus? Aus welchen Gründen bemühst du dich um ein gutes, gottgefälliges Leben? Aus Angst vor Gott oder aus Liebe zu Gott? Seit Jesus Christus in dieser Welt gekommen ist, dürfen wir wissen, wir brauchen uns die Liebe Gottes nicht mehr verdienen, sondern sie ist uns geschenkt. Und das führt dazu, dass wir dann in unserem Leben uns wirklich in Freiheit nach dem ausrichten können, was Gott in unserem Leben möchte. Umgekehrt werden wir immer einen Sklavengeist behalten. So können wir als Kinder Gottes leben. Und noch ein dritter Satz. Ein kleiner Satz, der hier so nur nebenbei erwähnt wird, aber in dem eine ganze Theologie steckt. Ich finde diesen Satz großartig. Paulus schreibt Vers 9, aber jetzt kennt ihr Gott, oder besser gesagt, Gott kennt euch. Interessant, er schreibt das auf, aber jetzt kennt ihr Gott. Und dann korrigiert er sich selber nochmal und sagt, ah Moment, eigentlich ist noch wichtiger, Gott kennt euch. Es gibt viele Möglichkeiten, Christsein zu beschreiben. Manchmal sagen wir, ein Christ ist ein Gläubiger, der an Gott glaubt, ihm vertraut. Manchmal sagen wir, ein Christ ist ein bekehrter Mensch, also der in seinem Leben eine Umkehr zu Gott erfahren hat, der ihm nachfolgt. Manchmal sagen wir, ein Christ ist ein Wiedergeborener, der ein neues Leben von Gott geschenkt bekommen hat. Manchmal sagen wir, ein Christ ist ein Nachfolger, jemand, der mit Jesus unterwegs ist. Oder wir sagen auch, ein Christ ist jemand, der Gott erkannt hat. Kennt ihr diesen Ausdruck auch? Der kennt Gott. Kennen meint in diesem Fall nicht nur, um die Existenz Gottes zu wissen, sondern, also dass ich sage, ja, es gibt einen Gott, sondern dass ich in einer Beziehung stehe zu Gott. Das meint kennen. Das haben wir im Deutschen auch. Ein Bekannter ist nicht jemand, über dessen Existenz ich informiert bin, sondern ein Bekannter ist jemand, zu dem ich eine Beziehung habe. Ich kenne zum Beispiel Christian Streich, dem Trainer vom SC, weil der fährt bei uns manchmal morgens und holt Brötchen und dann sehe ich ihn. Ich kenne Christian Streich. Nur Christian Streich kennt mich nicht. Und deswegen habe ich keine Beziehung zu ihm. Ja? Ich kann ihn tausendmal sehen und weiß, dass er lebt, aber ich habe keine Beziehung zu ihm, weil er mich nicht kennt. Und Paulus schreibt hier, ihr kennt Gott, das bedeutet, ihr lebt in Freundschaft, in Beziehung zu ihm, aber dann korrigiert er sich und sagt, wichtiger ist, Gott kennt euch. Und es ist zwar wichtig, dass wir Gott kennen, aber es ist viel wichtiger, dass wir von Gott erkannt sind, dass er uns kennt. Und durch Jesus Christus hat Gott uns erkannt. Gott sieht mich an, Gott liebt mich, Gott nimmt mich an. Und wisst ihr, daran wird deutlich, dass theologisch gesprochen unser Heil, unsere Beziehung zu Gott nicht mit uns steht und fällt. Wir machen das manchmal so sehr an uns fest. Ja, wenn ich glaube, dann wird alles gut. Aber es ist doch eigentlich Gott, der uns erwählt und berufen hat und uns lieb hat, oder? Ist das nicht viel, viel wichtiger? Weil unsere Erkenntnis von Gott, die ist so schwankend. Manchmal wissen wir sehr viel von ihm und manchmal wissen wir gar nichts, dann verstehen wir ihn gar nicht. Manchmal meinen wir ihn ganz genau zu kennen und dann kommt er uns weit weg wieder vor.
Aber durch Jesus Christus wissen wir, Gott hat uns erkannt. Er sieht uns, er meint uns. Und darauf kommt es in unserem Leben an. Also nochmal Christian Streich. Vielleicht lerne ich ihn ja irgendwann mal kennen, in dem Sinne, dass er auch mich kennt. Wer weiß. Muss ihn mal ansprechen beim Brötchen holen. Aber wisst ihr, viel, viel wichtiger als Christian Streich mich kennt, ist, dass Gott mich kennt, oder? Dass Gott dich kennt. Und das möchte ich dir heute zusprechen im Namen von dem lebendigen Gott. Gott kennt dich. Du bist ihm nicht egal. Es kann sein, dass deine Mitmenschen dich nicht verstehen, dass die dich nicht kennen. Es kann sein, dass du dich selber gar nicht mehr kennst. Das ist auch diesen Ausspruch, kennen wir ja im Deutschen. Aber eins darf ich dir sagen, Gott kennt dich. Er hat ein Auge auf dich geworfen. In Jesus Christus hat er dich erwählt und geliebt. Du darfst sein Kind sein. Auf ewig angenommen, auf ewig versöhnt. Amen.